Willkommen zurück. Das hier ist Herr Fischer. Und Herr Fischer möchte mit seinem Auto von München nach Berlin fahren. Die Gesamtstrecke beträgt 588 Kilometer. Nach 429 Kilometern macht Herr Fischer eine Pause am Rastplatz. Frage. Welche Strecke muss Herr Fischer noch fahren? Wir beginnen mit einer Skizze. Die Skizze soll dir helfen, einen Überblick über die Aufgabe zu bekommen. Als erstes trägst du an, wie viel Kilometer Herr Fischer insgesamt fahren möchte. In diesem Fall wären das 588 Kilometer. Du ergänzt rechts und links einen Pfeil. Diese deuten an, dass es sich um eine Strecke handelt. Die Strecke teilt Herr Fischer in zwei Strecken auf. Der erste Teil 429 Kilometer. Danach folgt die Rast. Und im zweiten Teil, das ist der Teil, den wir jetzt ausrechnen werden, wissen wir noch nicht, wie viel dieser beträgt. In der Skizze kannst du erkennen, dass sich die Gesamtstrecke aus dem ersten Teil der Strecke und dem zweiten Teil der Strecke zusammensetzt. Um den zweiten Teil der Strecke herauszufinden, Subtrahieren wir von der Gesamtstrecke 588 Kilometer, die erste Teilstrecke 429 Kilometer. Wir erhalten 159 Kilometer. Dies ist die zweite Strecke, die Herr Fischer nach der Pause zurücklegt. Somit wäre die Antwort, Herr Fischer muss noch 159 Kilometer fahren. Danke fürs Zuschauen!